Moment, Alavi, warum ist die Mannschaft erst nach dem 0-2 so richtig aufgewacht? Wir haben uns vorgenommen, vernünftig zu stehen, nicht viel zuzulassen und dann vorne früh anzugreifen trotzdem. Die haben ja kaum was gemacht, bis auf diese eine Chance, dann wären wir mit 0-0 in die Halbzeit gegangen, aber wir kriegen viel zu einfach Tore momentan und nach der Halbzeit nehmen wir uns viel vor, kommen raus und kriegen direkt den Elfmeter gegen uns. Da ist es einfach schwer, das ist einfach schwer wiederzukommen. Und wie gesagt, wir haben weiter alles gegeben. Mehr können wir nicht mehr. Ihr habt jetzt mit einer Dreierkette angefangen, später dann nochmal umgestellt. Ist es auch schwierig, momentan zwischen den Systemen immer hin und her zu switchen? Kommt ja auch immer auf den Gegner an, gegen den du spielst. Wenn der Trainer verlangt, dass wir mit einer Fünferkette spielen, dann spielen wir mit einer Fünferkette oder mit einer Dreierkette. Was anderes können wir nicht machen. Der Trainer gibt Vorgaben, wir müssen es umsetzen. Hilft euch im Abstiegskampf jetzt nur noch ein Wunder? Ich habe es gerade da hinten gesagt, alle Jungs hatten den Kopf unten. Uns bleibt nichts anderes übrig, außer weiterzumachen. Wenn wir jetzt Kopf in den Sand stecken, dann können wir direkt, brauchen wir gar nicht mehr antreten. Deswegen müssen wir jetzt weitermachen, weitermachen, weitermachen. Der Trainer hat einige Worte an die Fans gerichtet. War das ein Appell? Nein. Der Trainer meinte, wir sollen ihnen den Vorwurf machen, nicht der Mannschaft. Aber das stimmt nicht. Wir Spieler sind auf dem Feld. Und wir sind dafür verantwortlich, dass wir dieses Spiel gewinnen.